Brüder und Schwestern, das heutige Evangelium ist ziemlich kurz und ziemlich kompliziert, weil der erste Teil spricht von der Verherrlichung Jesu, was es heißt, wann es geschieht und wie das geschieht. Der zweite Teil ist ein bisschen einfacher zu verstehen, weil da sagt Jesus etwas seinen Jüngern, was sie tun sollen. Und das ist auch etwas, wovon wir in der ersten Lesung gehört haben, von den Gemeinden, die von den ersten Aposteln gegründet werden. Und die Gemeinden, wenn man genau hinschaut, also die Kirchen, die sie gegründet haben, bestehen vor allem darin, dass sie dasselbe tun. Dasselbe Bekenntnis zu demselben Herrn und dasselbe wird von ihnen getan. Also sie lebten in Eintracht, wie die Bibel das an einer anderen Stelle sagt. Und Jesus stellt ziemlich klar, wie dieses Miteinander gehören soll. Er sagt, liebt einander, Punkt. Da gibt es keinen anderen Weg für uns Christen, vor allem in der Gemeinschaft der Glaubenden. Und das bedeutet nicht, dass die nicht getauft sind, unsere Liebe nicht würdig sind. Wir sind auch verpflichtet, diese Menschen zu lieben. Nicht, weil sie so arm sind oder schlechter als wir oder besser als wir, sondern weil es die Konsequenz dessen ist, was Jesus hier sagt. Wenn also dieses Gebot der Liebe das eigentliche Prinzip der Kirche ist, was bedeutet es jetzt für mich und für dich? Vor gut einer Woche ist ein Mann hier vor unserer Kirchentür ums Leben gekommen. Warum, wissen wir nicht, ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass er gestorben ist. Man sieht noch die Trümmer draußen. Und das ist etwas, was mich, also ich bin nicht so ein gefühlsbetonter Mensch, aber ich muss sagen, das hat mich schon aufgewühlt und die Fragen aufgeworfen, warum gerade vor unserer Kirchentür und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass es einen besonderen Grund dafür gab, dass es hier passiert ist. Unfälle passieren überall. Wie gesagt, entscheidend ist, dass er gestorben ist vor unserer Kirchentür. Was kannst du tun im Anbetracht dessen, wenn du seine Familie kennst, er stammt aus Marienzersdorf, aus der Südstadt, tröste sie. Ich weiß gar nicht, ob er eine Familie hatte. Und wenn du ihn nicht gekannt hast, bete für seine Seele. Das ist das, was wir tun können. Das ist auch die Überzeugung der Kirche, dass es auch einen Einfluss darauf hat, wie ein Mensch in das ewige Leben hineingeht. Ob wir für ihn beten oder nicht, ist nicht so unbedeutend. Und das ist eine tätige Liebe. Das sind nicht unbedingt Gefühle, die man dem anderen entgegenbringt, sondern konkrete Taten. Darin besteht die Liebe, von der die Bibel hier spricht, von der Jesus hier spricht, dass man einander Gutes tut. Warum ich davon rede? Weil ich glaube, dass wir das sehr oft vergessen. Also ich vergesse es sehr oft, bei mir zu Hause, bei meinen Mitbrüdern. Sie gehen mir auch genauso oft auf den Wecker wie ich ihnen. Und das ist nicht immer einfach, den anderen auszuhalten. Also es ist nicht so, dass wir uns, diese Gemeinschaft gewählt hätten. Also ich habe es mir nicht ausgewählt, dass ich mit dem Stefan, mit dem Helmut, mit dem Valentin und mit dem Alexander unter einem Dach lebe. Das haben andere entschieden. Das ist nicht wie eine Ehe. Oder ein bisschen wie Familie. Wie entfernte Verwandte, die du manchmal siehst. Und es ist gut, dass du sie manchmal siehst. Es gibt solche Tage. Und es gibt manchmal Momente, wo man froh darüber ist, dass es den anderen gibt, dass er für dich da ist. Und ich glaube, so sind sehr viele Familien. Und so ist auch die Kirche. Dass wir gerne über die Liebe sprechen und gerne den Herrn lieben,
Aber einander diese Liebe und Zuneigung zu schenken, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Und weil dieser Mann vor unserer Tür gestorben ist, ist mir eines in den Sinn gekommen, als ich dieses Evangelium, die Lesungen gelesen habe. Das ist das, was wir in der zweiten Lesung hören, wo von der Stadt Jerusalem gesprochen wird, die auch ein bisschen für Gott steht und die Gegenwart Gottes in dieser Welt. Und diese Gegenwart kommt herunter zur Erde. Also Gott wohnt unter uns. Und dieses Wort Jesu, das er am Anfang spricht, also am Anfang von diesem Liebesgebot, ist hier entscheidend. Weil das ist auch die ganze Offenbarung des Johannes unter diesem Vorzeichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Und klar hat Jesus damit gemeint, dass er nicht mehr lange bei seinen Jüngern bleiben wird. Er hat schon geahnt, was auf ihn zukommt. Das ist das 13. Kapitel vom Johannesevangelium. Ab dem 15. Ist schon Jerusalem. Und es wird schwierig. Er wusste, was auf ihn zukommt. Aber auf mich und dich bezogen. Was heißt es, wenn der Herr dir sagt, ich bin nur noch kurze Zeit bei dir? Vielleicht ist es wie mit diesem verstorbenen Mann, dass du nicht mehr viel Zeit hast. Und dieses Gebot der Liebe bekommt damit eine große Dringlichkeit. Ich möchte dich einladen, und damit schließe ich heute ab. Es ist wirklich heute kurz für meine Verhältnisse. Ich lade dich dazu ein, prüfe dich selbst und deine Beziehungen. Wie liebst du eigentlich? Wie gehst du mit den Menschen um, denen du tagtäglich begegnest? Hast du ein gutes Wort für sie? Kannst du ihnen auch Gutes erweisen? Weil wer weiß, wie lange noch du Zeit hast zu lieben, diesen Menschen hier konkret neben dir. Ich will euch nicht Angst machen. Darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, dass wir aus dem Evangelium heraus Dinge tun. Und Jesus ist hier unmissverständlich. Die Kirche ist nur dann Kirche, wenn die Liebe unter den Getauften sichtbar wird. Das ist das missionarische Prinzip dann der Kirche, aber das ist etwas ganz anderes. Die Kirche ist nur Kirche, wenn wir einander lieben, einander Liebe erweisen. Du musst keine schönen Gefühle deinem Bruder, deiner Schwester gegenüber haben. Wenn du sie hast, auch schön, aber das ist nicht notwendig. Tu Gutes um dich herum, so viel es nur geht. Und du wirst sehen, dass Gottes Gegenwart in deinem Leben immer größer wird. Nicht, weil er dich dafür belohnt, sondern weil du mehr von ihm siehst, weil die guten Taten, die du vollbringst, öffnen dein Herz.